Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Startplatz von Kastellier im bezaubernden Kroatien. Hier der Startplatz, eine schöne große Wiese. Die Ausrichtung ist Richtung Westen, ziemlich genau Richtung Westen. Also West bis Nordwest sind hier die optimalen Windbedingungen, würde ich sagen. Südwest wäre diese Richtung, geht noch so, aber da ist man dann besser zum Beispiel in Busset aufgehoben. Ja, hier Kastellier. Eine kleine Kante, bezaubert nicht unbedingt durch landschaftliche Schönheit. Man sieht immerhin das Meer im Hintergrund, in der Ferne. Warum dieser Startplatz so bezaubernd ist, das ist diese riesen Startfläche hier. Eine Ebene, die dann sanft ins Steile übergeht. Und also einerseits für Groundhandling, Starttechnik, Training super und fürs Toplanden ist es hier auch ziemlich gut. Wobei es jetzt, gerade so wie jetzt um die Mittagszeit, da trägt es sehr gut. Also dann ist es jetzt auch nicht unbedingt für Einsteiger so leicht. Man sollte den Stallpunkt des Schirmes auf jeden Fall sehr gut kennen, weil man ja zum Teil schon ein bisschen mehr runterbremsen muss, um überhaupt runterzukommen oder eben sehr clever anfliegen. Und das heißt, entweder fliegt man hier von Süden etwas tiefer an, um dann nur noch in den Wind zu drehen, oder man muss sehr geduldig hier über den Bäumen hinten hin und her schlaufen. Hier kommt gerade wieder einer rein, aber man sieht, es trägt einfach brutal gut. Also das war jetzt auch schon wieder etwas zu weit fast angeflogen oder etwas zu hoch. Ja, es geht. Aber da muss man wirklich wissen, was man tut, wenn man so bremst. Jawohl. Yes. Es gibt natürlich unten auch einen Landeplatz. Der ist hier Richtung Norden, gleich am Fuße des Hügels. Man erkennt den aus der Luft ganz gut an der Brücke, die da vorbeigeht. Also die vom, da geht so ein kleiner Graben am Hügel entlang unten. Und da ist eine Brücke, da sollte man am besten in der Nähe landen, sonst geht man relativ weit. Und dann kann man hier wieder hochspazieren. Hier bei den Bäumen ist ein Parkplatz, man kommt mit dem Auto sehr gut hierher, sollte seinem Navigationsgerät aber unbedingt beibringen, dass es über die Ortschaft Kastellier und dort beim Sportplatz vorbeifährt. Sportplatz Kastellier, dort beginnt die Schotterstraße, wenn man diesen Einstieg findet, dann kommt man auch easy hier nach Kastellier und hat Soaring Spaß bis zum Abwinken.